losgelöst. Meine Musikmache sind es meistens irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Eindrücke, die ich hatte, die ich versucht habe festzuhalten und die ich dann musikalisch wieder rauslasse. Für mich ist der Entstehungsprozess von so einer Musik schon sehr, sehr wichtig und sehr intensiv. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal den Film Schindlers Liste gesehen habe, war ich emotional so aufgewühlt, dass ich musste das irgendwie verarbeiten. Und bin ins Studio und habe angefangen, was zu machen. Bin aber nie über dieses Stadium hinausgekommen, weil ich nie wieder in dieser Form so extremst aufgewühlt war. Ich bin nie wieder in diese Situation und in die Stimmung gekommen, dass ich an diesem Stück hätte weiterarbeiten können, um das wirklich auch so intensiv umzusetzen, wie es sein muss, um dem gerecht zu werden.